Guten Morgen zusammen. Heute mache ich einen Apfeltraum. Ihr kennt den Blaubeertraum. Da war ein Abonnent oder eine Abonnentin, die hatte einen Wunsch, die wollte sehen, wie ich den Teig mache und wie ich nachher auch den Belag mache. Da habe ich gesagt, du, freue ich mich total, wenn einer von euch einen Wunsch äußert oder sagt, kannst du das nochmal genau zeigen? Das ist für mich immer total schön, weil dann weiß ich, was ihr so haben möchtet oder ob es euch gefällt. Und wenn ihr einen Daumen runter macht, wäre auch schön, warum gefällt euch das nicht? Vielleicht kann man da ja was verändern. Das wäre echt total lieb, wenn ihr sowas machen würdet, weil es hilft einfach. Deswegen mache ich jetzt diesen Blaubeertraum, mache ich jetzt als Apfeltraum, weil wir haben noch so viel Äpfel über. Und dann ist es nicht derselbe Film, habe ich mir so gedacht. Ich mache meinen Teig und alles andere, wenn ich sowas mache, in meiner Krupps-Küchenmaschine, in der Prep Cook. Von daher zeige ich es euch so im Prinzip. Es ist ähnlich wie der Thermomix. Halt nur von Krups. So, jetzt muss ich da mein Messerchen rausholen. Das habe ich nämlich vergessen. Und Teig kneten. Jetzt habe ich schon vorbereitet. Ich zeige es euch mal. Ich nehme euch mal runter. Ja, zack. So. Seht ihr das? Hühnchen. Läuft. 250 Gramm Mehl, 30 Milliliter Albaöl, eine halbe Hefe, ein bisschen mit Zucker und Wasser angesetzt und 120 Milliliter Milch, Backmalz und ein Ei. Damit ihr schon mal so wisst, aber ihr wisst ja auch, ich schreibe die Zutaten auch nachher unten unterm Rezept. Ja, ich bin wieder süd. So, also packe ich jetzt meine Milch, meine angedickte Hefe, davorgegangene Hefe, muss ich mal einen Schluck, kleines Schlückchen Wasser dazugeben, damit wir alles an Hefe haben. Zack, 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 mit hier rein. Ja, ich weiß, man isst keine Hefe so, ich schon, weil ich mag das. So, und ein Teelöffel Backmalz. Dann 35 Grad. Stufen 3. Etwas gehen lassen. Das geht jetzt 2 Minuten. Ich hole euch dann wieder dazu, wie es weitergeht. Bis gleich. So, ihr hört, sie piept. Sie ist fertig. Jetzt geben wir die 30 Milliliter Albaöl hinzu. Ein Ei. Schwupps, weg ist es. Und das Mehl. So. Jetzt haben wir hier ein Teigprogramm. Dann nehme ich mal Teigprogramm 2, 3 Minuten 30 und Start. Und jetzt knetet die mein Teig. Die ist nett, ne? Ich hole euch da gleich wieder zu, wenn ich den Teig umfülle, damit ihr seht, wie es, ob es gut oder schlecht funktioniert. Bis gleich. So, der ist jetzt fertig gemixt. Ich kann den rein theoretisch in der Krups auch gehen lassen. Ich mach's aber nie. Doof, ne? Ja, was soll ich euch sagen? Ihr packt halt immer so gerne in unsere Glasschüssel, weil bei dem Mixer ist der Vorteil, ihr habt hier die Skalierung dran. In Glas geht Teig besonders gut, auch gerade Hefeteig. Ihr habt eine glatte Struktur, ihr könnt da super hochgehen. Und ich finde einfach, ich brauche dafür keinen Strom benutzen, um den Teig gehen zu lassen. Da bin ich immer so ein bisschen. So, jetzt müssen wir das hier so ein bisschen, ich mache euch mal tiefer, damit ihr das seht. Wahrscheinlich sagt jetzt ja, beim Thermomix geht das viel besser, da geht der Teig so raus. Ja, okay, das stimmt. Kann auch sein, dass wenn der gegangen ist, der auch total super rausgeht. Also wer möchte und die Krups hat oder den Thermomix hat, wenn ihr sagt, ich möchte meinen Teig, aber darin auch gehen lassen, kein Problem. Wie gesagt, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich bin immer
gerne schnell fertig. Und von daher mache ich das immer lieber andersrum. So, ich lege das mal zur Seite, den Topf ab, weil da ist nämlich auch noch einiges an Teig drin. Und ihr seht, mit dem Mix and Scraper kommt ihr hier auch super rein. Hier ist halt der Vorteil bei der Prep Cook, dass ihr kein Messer da mehr drin habt. Ne? Aber wie gesagt, jede Küchenmaschine hat ihren Vorteil und geht ja auch nicht um die Küchenmaschine, es geht um Pampered Chef. Aber um eben Töpfe, Schüsseln oder sonstige Dinge schön auszukratzen, sind die Mix and Scraper einfach perfekt. So, dann kratze ich das hier so gut wie möglich aus. Und ihr müsst immer dran denken, die Mix and Scraper sind bis 230 Grad hitzebeständig. Ja, das heißt, ihr könnt da in jeder Pfanne, in jeder beschichteten Pfanne mit rum wackeln und alles drin umrühren. Ihr könnt in dem Ofenmeister, wenn ihr da was drin gemacht habt, könnt ihr da richtig schön reingehen. Es passiert gar nichts. Das hält der Mix and Scraper super aus. So. Bin heute ein bisschen pingelig, damit ihr das auch nochmal seht, weil ich gleich nochmal zeigen möchte. Wie super der das wirklich auslöffelt hier. Auslöffelt hört sich an. So, ihr seht, da ist fast nichts mehr an Teig drin. Jetzt gebe ich einen Deckel drauf. Ich liebe Teig, habe ich das schon erwähnt? So. Jetzt nehmen wir den Deckel, packen dann auch den nächsten drauf und dann lassen wir den Teig gehen. Ich nehme euch nochmal ein bisschen hoch. Denkt immer dran, die Nixen, all unsere Glassachen dürfen bis 180 Grad in den Backofen. Da könnt ihr also dran backen, aber immer ohne die Decke. Jetzt bereite ich alles vor für den Belag. Dazu hole ich euch gleich wieder zurück. Bis gleich, ihr Lieben. So, da sind wir wieder. Ich bin immer Kopf, aber ich kann mich ein bisschen klein machen. So, da sind wir wieder. Ich habe das jetzt, dieses Messer, das Universalmesser heißt es, drin. Stufe brauchen wir, Stufe 10, weil wir jetzt was zerkleinern wollen. Ich habe hier noch 250 Gramm Äpfel. Ich hatte noch Äpfel über, weil wir ja so einen Apfelrosenkuchen gemacht haben. Und habe die schön in eine Edelstahl-Rührschüssel gepackt. Deckel drauf, bisschen Zitrone drüber und in den Kühlschrank. Die halten sich super. Ihr seht, ja, die sind leicht braun, aber ganz minimal. Ich kann euch das nochmal zeigen von vorne. Also, die sehen noch aus, wie Apple. So. Dann brauche ich den kleinen Mix and Scraper. Habe ich hier schon mal so ein paar Dinge vorbereitet. Das ist der Giraumont Sonne der Provence. Den packen wir mit da rein. Ich habe den schon mal in so ein paar Stückchen geschnitten, damit es gleich beim Reiben einfacher ist. Und dann habe ich hier Frischkäse leicht. Einfach mit da rein. Magerquark. Und Eier, 4 Stück. Damit die Masse sich auch schön hält. So, dann geben wir jetzt alles hier rein. So, machen den Deckel drauf. Ich wasche mich mal in die Finger ab, weil von dem Ei habe ich ein bisschen matschige Finger. Könnte auch noch mal ein bisschen so in mein Regal gucken und so. Ne? Ich habe hier ganz viel Glück. So, Stufe 10 und Start. Dann lassen wir jetzt so ein bisschen durchführen, dass er mir das schön zerkleinert. Dann hole ich die kleine Nixe dazu, da packe ich das so lange rein, weil mein Teig noch ein bisschen geht, aber dann ist das schon mal alles vorbereitet und dann ist es nachher einfacher. Dann lasse ich jetzt so eine, ich gucke mal rein, wie es aussieht.
machen wir noch mal ein bisschen die Äpfel runter. Da waren ja Scheiben, dann gehen die schon mal gerne am Rand ein bisschen hoch. Den wirken wir jetzt entgegen, indem wir die runterdrücken. So. Und noch mal auf Turbo und Impuls. Bei Impuls hört ihr aber immer, da kann man das aber besser zerkleinern, nicht so schreiben. So, stopp. Jetzt ist es so, wie es war, wie wir es haben wollen. Mache ich mal ein bisschen tiefer, damit ihr das seht, dass ich das auch tatsächlich in die Nixe gebe. So. Blub. So, und jetzt kann ich das schön in die Nixe kippen. Zack. Dann nehme ich den kleinen Mix and Scraper und hole tatsächlich alles raus. Ich gucke mal, wie ich das halten kann. So. So, ein Köpfchen habt ihr jetzt schön drauf, ne? Könnt ihr mal gucken, ob noch, ob ich noch eine Tönung brauche. So, ich mache es jetzt so, weil es für mich einfacher, für euch schlecht zu sehen, aber für mich halt einfacher. So. So, dann mache ich jetzt den Deckel drauf, stelle das kühl. Und wenn ich gleich das auf der White Lady ausroll, hole ich euch dazu und dann seht ihr, wie es weitergemacht wird. Bis gleich. Da bin ich wieder. Der Teig ist gegangen. Zeige ich euch eben. Der Teig ist gegangen, ihr seht, der geht hier, ich zeige euch das mal, wie schön der hier hochgeht. Seht ihr das? Die Blasen, viel Luft, der zieht richtig toll. Die White Lady habe ich jetzt ein bisschen, muss ich bücken, sonst sehen wir nicht alles. Die White Lady habe ich. Ah, ich habe noch ein bisschen. Ha! Was Luxus! Beim Arbeiten sitzen. Die White Lady habe ich ein bisschen eingemehlt. Und jetzt ist der Teig schön. Den hole ich jetzt da raus. Der ist schön fluffig. Sehr, sehr schöner Teig. Ich mag das, wenn die so fluffig sind. Ihr hört, hier wird gearbeitet, gesaugt, gemacht, getan, weil heute mal wieder einiges ansteht. Ich werde gleich noch für euch, so, jetzt mache ich den einmal mit ein bisschen Mehl von der White Lady, dass der einfach nicht mehr so ganz so doll klebt. So, und ihr merkt, das ist wirklich ein super fluffiger Teig. Zack. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen Mehl. Damit ich hier auch nachher die White Lady gut runter, ach, die White Lady den Teig gut runterkriegt. So, und dann unsere Teigrolle. Ich liebe sie einfach und ich finde, jetzt ist mein Kopf auch nicht wichtig. Jetzt ist wichtiger, dass ihr seht, was ich tue. Ich mache euch nochmal ein bisschen niedriger. Sorry, meine Hand ist im Weg. Weil das ist wirklich genial. Ihr habt eine leicht strukturierte Fläche und die kleine Fläche ist leicht abgerundet. So sieht es mal besser. Sieht man es besser. So, ihr habt immer eine Hand frei. Das heißt, ich kann immer den Teig in der Hand nehmen und nehme den dahin mit, wo ich ihn hinhaben will. Ja, ich kann den super schön ausrollen. Zack. Ihr könnt den tatsächlich, das geht auch total easy. Ich mache es jetzt ein bisschen langsamer, damit ihr das seht, wie schön das geht mit der Teigrolle. Das klappt wirklich super. Und eins kann ich euch sagen. Es gibt keine Teigrolle, die ich so kann. Egal wo ich bin und wer sie ausprobiert, ob Bäcker oder Laie oder Hobbybäcker, der ist einfach begeistert von der Teigrolle. So, weil dieser Apfeltraum ja auch wie der Blaubeertraum etwas dünner ist, weil es ja so ein Sommergericht einfach ist, ein Sommermittagessen. Zack. Mache ich jetzt schön. Wenn ihr ein Loch habt, seht ihr das hier gut, geht ihr einfach mit der schmalen Seite drüber und fertig. So, und wenn ich jetzt hier am Rand hoch will, gehe ich mit der dünnen Seite einfach hin und ziehe den dahin, wo ich den hinhaben will. Seht ihr, wie schön das geht? Ich mache hier schön die Löcher zu. So.
Na, das kann man jetzt, hier ist es noch sehr viel Boden zu sehen. So, was zeichnet die Stoneware aus? Die Stoneware zeichnet einfach aus, ich weiß, es gibt 1000 Pizzasteine am Markt, das stimmt. Ich kriege aber Tränen in den Augen, wenn mir jemand sagt, ich will von euch den Pizzastein. Wir haben keinen Pizzastein, Leute. Wir haben keinen Pizzastein. Weil, wenn ihr da nur Pizza drauf macht, ist das einfach zu schade. Ihr seht, ihr könnt da Kuchen drauf machen. Ihr könnt da eure Bratwürste machen, eure Frikadellen. Es geht alles. Und es ist einfach phänomenal, wie geil die Sachen werden. Ihr braucht eure Bratwürste, pickt ihr ein bisschen ein. Die dürfen sich nicht berühren. Die legt ihr schön aus. Ob nun auf der White Lady, in der Ofenhexe, auf dem Zauberstein, egal wo, die legt ihr schön aus. Piekt die ein, ob grobe, feine, normale Rostbratwürstchen einpieken und dann einfach in den Backofen. Aufs Rost, unteres Drittel, 230 Grad und die sind ringsrum braun. So, jetzt gehe ich nochmal hier am Rand schön lang, weil ich muss ja gleich eine Masse draufpacken. Also möchte ich ja, dass es am Rand ein bisschen höher kommt. Und ihr seht, wenn ich hier so am Rand lang gehe, wie schön der sich auch nochmal schließt. Ich habe das jetzt extra alles mit aufgenommen, damit ihr das einfach auch nochmal seht, wie leicht auch so Dinge sind. Ja, so. Und ich kriege das schön zu, ich kriege das schön hoch. Klack, klack, klack. Da, der Backofen ist auch so weit. So. Und jetzt nehme ich unsere Matschepatsche so, und mache die hier drauf. Ich habe den Backofen vorgeheizt, damit die Eier relativ schnell stocken und uns nichts überläuft. Ja? Finde ich halt ganz wichtig bei Eigerichte, dass man da so ein bisschen sofort das Stocken erreicht. So, meine Lieben, das ist ja alles auf einem Streich und ich weiß, dass ganz viele, die viel backen und Ganache machen, den einfach lieben. Der hat diese Form, damit man selbst auf dem Stein mit Rand super arbeiten kann. So, und ihr seht, wie leicht und wie schön sich das verteilen lässt. Ich kann wirklich schön damit arbeiten und auch mal die Dicke der Masse noch mal ein bisschen, dass ich alles gleich dick habe. Lässt es sich schön verteilen. So. Jetzt kommt das Ganze bei 230 Grad in den Backofen. Upsala. Will jetzt gerade nicht. Mal zu höher. Äppel, Äppel, Äppel. Wer möchte, man könnte auch noch ein klein bisschen Parmesan hier drüber reiben. Das ist bestimmt richtig gut. Fällt mir gerade ein. Wer möchte, dann sage ich mal, ich möchte. Unsere feine Reibe benutze ich dafür. Ich hole den Parmesan. Das, glaube ich, ist wirklich noch mal so ein Träumchen. So. Und die Reibe, Mikroplänreibe, die sind gestanzt. Dadurch sind die super. Und Mikroplän stellt nur für Großküchen die Reiben her. Und ich zeige euch jetzt noch mal, wie schön einfach ihr den Käse darüber reiben könnt. Und da muss jetzt auch gar nicht viel drauf, weil wir haben ja schon so ein bisschen Käse drin. Und für die, die auf ein bisschen auf eine Linie achten wollen, wie ich, ihr braucht gar nicht viel. Das ist echt zack, zack, zack. Das sind hier jetzt noch nicht mal 10 Gramm. Macht halt einfach was für den Geschmack. So, ihr Lieben, ich stelle das jetzt im Backofen. Ich mache mal einen Ausfallschritt. Lalala. Und wenn es fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis gleich.